Wir werden in den letzten Tagen sehr oft gefragt, ob wir denn auch in Moria aktiv sind, ob die Zeltschule auch dort hilft. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Lesbos und das abgebrannte Lager ist im Moment in aller Munde. Aber tatsächlich ist das, was dort passiert, beziehungsweise die Hilfsorganisationen, die dort aktiv sind, haben einen völlig anderen Ansatz, als wir ihn haben. Denn unser Ansatz ist ja genau, dass es solche Lager in Europa mit diese sogenannten Übergangslager gar nicht geben sollte. Man sollte Menschen nicht durch die schrecklichen Lebensumstände in ihren eigenen Ländern dazu zwingen, nach Europa fliehen zu müssen, auf instabilen Booten, wochenlang tausende Kilometer auf dem Meer zurückzulegen, dann oft wochenlang warten zu müssen, ob sie überhaupt von irgendeiner Regierung die Erlaubnis bekommen, an Land zu gehen, und dann in solche Übergangslager gepfercht werden, in denen sie Monate oder oft Jahre festsetzen, ohne dass man ihnen vernünftige Perspektiven schafft. Das ist schrecklich und genau das wollen wir nicht. Wir möchten den Menschen in ihrer eigenen Region helfen. Das heißt, wir sind in den Kriegs- und Krisengebieten vor Ort direkt und versuchen dort das Leben der Menschen unter lebenswürdigen Umständen erträglich zu machen, sodass sie gar nicht erst fliehen müssen, sondern in ihrem Kulturkreis bleiben können, ohne zu ihrer Kriegserfahrung auch noch völlig entwurzelt zu werden und mit ihren Familien ein vollkommen neues Leben in der Fremde anfangen zu müssen. Natürlich sind wir dafür, dass die Menschen, die jetzt bereits in Moria sind, in Europa aufgenommen, integriert werden, eine Perspektive bekommen. Aber unser Hauptfokus unserer Arbeit wird auf jeden Fall dabei bleiben, dass wir versuchen, solche Lager überhaupt erst gar nicht entstehen zu lassen, sondern den Menschen vor Ort zu helfen. Vor allem aus dem Grund, weil ich dort in Syrien und im Libanon mit Tausenden von Geflüchteten mittlerweile gesprochen habe. Und die Menschen möchten nicht nach Europa. Für die Geflüchteten dort ist das ebenso eine erschreckende Vorstellung, wie es das für uns wäre, wenn wir über Nacht unsere Zelte abbrechen müssten und in einem völlig anderen Kulturkreis ein neues Leben beginnen müssten. Die Menschen möchten dort leben, dort bleiben, aber es muss ihnen ermöglicht werden. Und ermöglichen können wir es ihnen nur durch ihre Hilfe. Es ist am allersinnvollsten, nicht erst dann zu helfen, wenn die Geflüchteten bei uns in Europa sind, sondern die Fluchtursachen zu bekämpfen und ihnen ein lebenswürdiges Leben in ihrer Region zu ermöglichen. Und mit ihrer Hilfe schaffen wir das auch weiterhin.